das. Also ich hatte eben das interessante Glück, zwei so verschiedene Brüder zu haben im DDR zu Zeiten des Kalten Krieges. Der eine war Parteikandidat und der andere ging im Wannsee aufs Gymnasium. Und beide Brüder ruderten, aktive Sportruderer. Der eine ruderte von der Sportsektion der Humboldt-Universität für den Sieg des Sozialismus und der andere ruderte im Ruderclub am Wannsee. Und dazwischen steht die kleine Schwester, die sehr viel jüngere Schwester, die also sozusagen zwischen West und Ost hin und her pendelt. Also, und dann noch am Rande West-Berlins, Kleinmachnow, also so eine Zwischensituation. So, ich weiß nicht, soll ich anfangen einfach? Frau Kühn wohnte am Ende der Welt. Sie wohnte auch am Ende einer Straße und das war nicht mehr gepflastert. Unheimlich still war es dort. Nie war ein Mensch zu sehen. Gerade deswegen kam mir das Vogelgezwitscher so laut vor. Durch die Zaunlatten griffen trockene Zweige nach mir. Die Zäune, die Bäume und Sträucher, der Boden, alles in der Gegend war wie zerzaust. Pappkartons, Lumpen und zerrissene Schuhe lagen auf dem Weg. In jedem Haus gibt es Rumpelecken oder unaufgeräumte Fächer und Schubladen, wo man immer mehr draufschmeißt. Vielleicht gibt es sowas auch in jedem Ort. Frau Kühns Straße war eine Rumpelecke. Niemand ahnte, wie gern ich zu Frau Kühn ging, nicht mal Erika. Frau Kühn wohnte in einem Zirkuswagen. Mit den Armen vorm Gesicht musste ich mir meinen Weg von der Gartenpforte bis zu ihrem Haus bahnen, weil da so viel Gestrüpp rumhing. Dann bestieg ich eine kleine Trittleiter, stand vor ihrer Tür und klopfte an. Frau Kühn besserte zerrissene Bettwäsche für uns aus. Ich brachte ihr die Wäsche und holte sie wieder ab. Aber ich ging viel öfter zu ihr. Zuerst war ich verlegen, doch bald brauchte ich keine Ausreden mehr. Frau Kühn freute sich. Herein, rief sie, und schon stand ich in ihrem dunklen Schlauch. Sie saß an dem einzigen Fenster vor ihrer Nähmaschine mit Goldschrift, einer alten Singer, die wie eine riesige Hornisse aussah. Frau Kühns Gesicht war schwach angeleuchtet von dem bisschen Licht von draußen. Frau Kühns Augen waren fast so groß wie ihre Brillengläser. Wegen ihrer Augen musste sie sich dicht über die Wäschestücke beugen. Die Brille wäre ihr bei der Arbeit bestimmt dauernd von der Nase gerutscht, hätte der Nasenhöcker sie nicht festgehalten. Ich quetschte mich zwischen ihrem Kanonenofen und ihrer Kommode durch, holte mir den anderen Stuhl von hinten, wo das Bett stand, und setzte mich zu ihr. Kaum saß ich, fing der Zauber an. Frau Kühns Hände lagen auf einem Laken auf der Arbeitsplatte der Nähmaschine oder im Schoß über der blauen Schürze. Immer strich sie mit ihren Händen über etwas hin. Ganz sacht, mir war, als streichelten sie mich. Der Zauber ging von Frau Kühns blassen, runzligen Händen aus. Wenn sie mit ihnen über etwas hinstrich, knackte es. Manchmal dachte ich mitten bei den Schularbeiten plötzlich an Frau Kühns Hände und bekam Sehnsucht nach der alten Frau, der Stille bei ihr, den lauten Vögeln vor ihrem Fenster und dem Geruch. Jeder andere hätte gesagt, es riecht alt bei Frau Kühn, muffig und ranzig, wie es nun mal angeblich bei alten Leuten riecht. Aber das war es nicht. Irgendwann auf dem Rückweg sagte eine Stimme in mir, Mensch, das sind die Äpfel hinten in ihrem Schrank. Aber es gab noch etwas anderes, weswegen ich so gern zu Frau Kühn ging. Sie sagte kein einziges Mal zu mir, nun hör endlich auf zu fragen, das verstehst du noch nicht. Ich habe das einfach nicht verstanden mit dem Krieg und mit dem Frieden.
Im Krieg war ich noch klein. Eines Morgens war Frieden. Gerade eben, kann man noch sagen. Gerade eben war noch Krieg, war noch Bombenalarm und raus aus dem Bett und rein in den Bunker oder runter in den Keller und pfeifen und krachen und wieder raus nach der Entwarnung. Keine Ruhe, immer diese Angst vor der Sirene. Dann waren da auf einmal die russischen Soldaten in unserem Garten, vor denen sich die Frauen fürchteten. Zu mir waren sie freundlich, die Russen mit ihren Käppis. Auf einmal hieß es, Schluss, aus, der Krieg ist zu Ende, die sowjetischen Soldaten haben uns befreit. Ich wusste, der Hitler wollte die Welt erobern. Aber warum wollte einer die Welt beherrschen? Mein Vater knirschte nur mit den Zähnen. Mehr war in der Hinsicht aus ihm nicht rauszuholen. Ein Wahnsinniger, der Hitler, sagte meine Mutter. Wie konnte sich denn ein ganzes Volk... Los. Ja. Ich wusste, der Hitler wollte die Welt erobern. Aber warum wollte einer die Welt beherrschen? Mein Vater knirschte nur mit den Zähnen. Mehr war in der Hinsicht aus ihm nicht rauszuholen. Ein Wahnsinniger, der Hitler, sagte meine Mutter. Wie konnte sich denn ein ganzes Volk von einem Wahnsinnigen befehlen lassen? Warum hat das Volk ihm geglaubt? Ein Volk von intelligenten Leuten mit hochintelligenten Kindern? Wenn Frau Köhn von Adolf Hitler erzählte und von der Nazizeit, konnte ich mir etwas vorstellen. Der Hitler, sagte Frau Köhn. So fing sie jedes Mal an, wenn ich sie fragte. Dann machte sie eine Pause und wiegte den Kopf. Aber die Art, wie sie den Namen Hitler ausgesprochen hatte, nur dieses eine Wort, Hitler, brachte mich dazu, mir vorzustellen, wie Frau Köhn damals gelebt hatte. Ich meine nicht, wie lange sie geschlafen und was sie gegessen und welche Filme sie sich angesehen hat, sondern wie sie sich gefühlt haben muss. Das konnte ich mir vorstellen. Der Hitler, hatte Frau Köhn gesagt. Und ich fühlte überall unsichtbare Hände, die mich zwangen, still zu sitzen, still zu halten, nichts zu sagen. Wenn sie weiterredete, war es mir, als dürfte ich mich wieder bewegen. Ihre Hände schoben den Stoff, mit dem Fuß trat sie das Pedal, die Nadel tackerte. Dieser Verbrecher hat uns kleine Krauter. Na, jedenfalls die meisten von uns, sagen wir mal, den einen mehr, den anderen weniger, bei unseren Wünschen gepackt. Sie drehte sich zu mir. Alle wollten endlich besser leben, sagte sie und tippte mir auf die Schulter. Das kennst du doch auch, nicht wahr? Dass du davon träumst, besser zu sein als die anderen, dass du ihnen zeigst, was in dir drinsteckt, dass du ihnen allen, na sagen wir mal, davonrennst und keiner holt dich ein. Oh ja, solche Träume kannte ich. Es Leuten wie der Titus zeigen, Leuten wie Frank. Sie nähte weiter. Naja, sagen wir mal, in einer schlimmen Lage war unser Deutschland, als der Hitler anrückte mit seinen Versprechungen. Dieses Land kroch damals auf allen Vieren, musst du dir vorstellen, fast so ähnlich wie 45, 46, kurz nach dem Krieg. Aber da warst du noch zu klein. So, sagen wir mal, wie einem Hund, den keiner haben will, so ging es Deutschland damals, als der Hitler kam. Keine Arbeit, keine Wohnungen, der Erste Weltkrieg noch lange nicht verdaut, Armut und Elend, wo man hinschaut, sag ich dir. Und da kommt dieser Schmierfink aus Wien mit seinen Anhängern und behauptet, Frau Köhn hörte auf zu nähen und hielt sich die Ohren zu, und behauptet, mit dieser Stimme, sag ich dir, mit dieser Stimme. Eine Weile tat sie nichts, schien nur zu warten. Sie musste die Stimme von Hitler loswerden. Dann nähte und redete sie ruhig weiter. Die Juden sind an allem schuld, das hat der behauptet. Und wir, na sagen wir mal viele von uns jedenfalls, wir haben's ihm geglaubt. Minderwertige Rasse hat er sie genannt, die Juden, sagte sie kichernd und trat aufs Pedal und biss sich aufgeregt auf die Lippen.
als hätte sie gerade eine knifflige Ecke zu nähen. Tatsächlich, du, weisgemacht hat er uns, dass unser Volk, na sagen wir mal, unter jüdischen Einfluss geraten ist und dass es deswegen so heruntergekommen ist. Sowas hat der behauptet, immerzu und überall. Tag und Nacht hat der mit dieser Stimme gebellt wie ein, na sagen wir mal, wie ein Köter, der sich heiser gejault hat, ein Höllenhund. Und wir haben der Köterstimme geglaubt, Sieglinde. Die meisten von uns jedenfalls, die haben geglaubt, dass nun eine wunderbare Zeit angebrochen ist, wo ein für alle Mal mit dem Gesindel abgerechnet wird, das den Karren in den Dreck gezogen hat, diesem minderwertigen Judengesindel, das seit 2000 Jahren alle Karren in den Dreck gezogen haben soll. Verstehst du? So ein selber höchst minderwertiger, so ein Größenwahnsinniger. Na, ich spreche es lieber nicht aus, Sieglinde, was mir jetzt auf der Zunge liegt. So einer hat Millionen von uns auf seine Seite gezogen mit seinem Gekreisch von der überlegenen Herrenrasse, hat der Millionen zum Jubeln gebracht. Sie zog das fertig geflickte Teil unter dem Schiffchen hervor. So einer hat die Leute dazu gebracht, andere Leute zu verraten. Meine Nachbarn zum Beispiel, die haben... Frau Kühn kniff die Lippen zusammen und hob die Hände vors Gesicht. Das Wäschestück rutschte zu Boden. Sie hatte vergessen, es festzuhalten. Sie bückte sich und hob den weißen Stoff auf ihren Schoß. Sie legte die Hände darauf. Zum Töten hat er uns gebracht. Zum Töten, flüsterte sie. Solche Sachen hat mir Frau Kühn über die Zeiten erzählt, in denen ich noch ganz klein war oder noch nicht mal auf der Welt. Manchmal kam sie so ins Erzählen, dass sie ihre Arbeit vergaß. Für mich war das wunderbar. Ich wäre die Letzte gewesen, die sie daran erinnert hätte. Da saß sie dann in ihrem schwarzen Kleid mit der blauen Schürze darüber vor ihrer Singer, mit ihrem schwarzen Kopftuch über den weißen Haaren und mit ihren Füßen in grauen Stricksocken und klobigen schwarzen Männerschuhen und blickte abwechselnd auf ihre Hände im Schoß und auf mich. Frau Kühn hatte ein Wäschegeschäft in Potsdam gehabt. Ein kleines, aber immerhin ein Geschäft. Waschen, bügeln, mangeln. Gemeinsam mit ihrem Mann. Wenn mir Frau Kühn von ihrem Geschäft erzählte, redete sie schneller als sonst, auch lauter. Ihre Stimme hörte sich dann an, als wäre sie viel jünger. Redete sie über Hitler und das deutsche Volk, klang ihre Stimme wie abgebrochen, wie gedrückt. Damals hatten die meisten Leute, die ein Geschäft besaßen, Schilder in ihre Schaufenster gehängt. Darauf stand, hier dürfen Juden nicht kaufen oder Juden haben keinen Zutritt oder einfach Juden raus. Wer sind eigentlich die Juden, habe ich Frau Kühn gefragt. Daraufhin sie. Na, ich frag dich mal was zurück. Weißt du, wer ein Protestant ist? Nee, nicht direkt. Der geht in die Kirche. Oder ein Katholik? Geht auch in die Kirche. Oder ein Mohammedaner? Nee. Na, Menschen jedenfalls sind es, war mir dann noch eingefallen. Da hat mich Frau Kühn in die Arme genommen und gelacht. Sie hat sich eine Träne aus den Augen gewischt. Dazu musste sie die Brille abnehmen. Ihre Augen sahen auf einmal so normal aus. Ich war froh, als sie die Brille wieder aufsetzte. So ist es, sagte sie, genau so. Es klang streng. Juden sind Menschen. Sie runzelte die Stirn und kratzte sich am Kopf und redete schnell weiter. Aber es ist, na wollen wir sagen, eine Schande ist das, dass man das extra sagen muss, dass jemand anders ein Mensch ist. Sie richtete sich auf und atmete laut. Und deswegen haben wir so ein Schild nicht aufgehängt, sagte sie. Jedes Wort betonte sie feierlich. Verstehst du? So ganz hatte ich das mit dem Schild nicht verstanden.
Aber mitgekriegt hatte ich, dass Frau Kühn aufgeregt war, wenn sie von ihrem Laden erzählte und von dem Schild, das sie da nicht hingehängt hatten und dass sie deswegen ein paar Mal mit ihrem Mann vorgeladen worden war. Bei der Polizei hatte man ihnen Strafen angedroht, Maßnahmen, so hieß das damals. Trotzdem hatten sie das Schild auch nach der Polizeivorladung nicht ins Schaufenster gehängt. Aber warum? Warum durften denn bestimmte Leute, also die Juden, nicht überall einkaufen gehen und ihre Gardinen waschen lassen? Und warum haben die anderen das gut gefunden? Ich meine, warum haben denn die anderen Ladenbesitzer solche Schilder auch hingehängt? War doch dumm. Da haben sie doch viel weniger verdient, wenn die Juden nichts in den Geschäften kauften. Und Sie, Frau Kühn, Sie haben doch dann bestimmt mehr verdient. Verdient? Im Gegenteil, mein Kind. Im Gegenteil. Sie starrte vor sich hin. Aber warum, Mensch, Frau Kühn, warum haben die Leute denn solche Schilder hingehängt? Warum? Antwortete sie. Na, sagen wir mal so. Sie überlegte. Manchmal, bevor mir Frau Kühn etwas erklärte, wackelte sie mit dem Kopf zur Seite. Und manchmal bewegte sie ihn von vorn nach hinten. Diesmal schaukelte sie plötzlich ihren Kopf wie wild nach allen Seiten. Dann hob sie den Zeigefinger und pickte mir gegen die Nase. Sag mal, wie viele seid ihr in der Klasse? 32. Aha, 32. So, so. Aha. Sie wischte mit der flachen Hand über ihre Knie, dass es nur so knackte. Sagen wir mal so. Sie sah mich listig an. Sag mal ganz ehrlich, gibt's in deiner Klasse jemanden, den die meisten nicht leiden können? Klar, antwortete ich sehr schnell, Robert Wagner. Frau Kühn nickte zufrieden. Und nun, sagte sie, nun sag mal. Sie drehte mein Kinn mit einer Hand so, dass ich ihr in die Augen sehen musste. Sagt mir mal, wieso ihr den Robert Wagner nicht leiden könnt. Weil der albern ist und doof und klein ist er auch. Und der musste früher immer in der Stunde raus, weil er sich sonst in die Hosen gemacht hätte. Und außerdem ist er katholisch und die Katholiken sind falsch. Au, 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 schrie Frau Kühn. Das tut weh. Sie wackelte mit dem Kopf und nickte und strich sich über die Knie alles auf einmal. Der ganze Zirkuswagen kam ins Wanken. Sie atmete auf. Wenn ich dich nicht so verdammt gern hätte, na... Ich weiß nicht. Ich würde dir höchstens noch die Wäsche abnehmen. Sie lächelte mich an. Ich hatte was falsch gemacht. In meinem Kopf hatte etwas nicht richtig getickt. Das Licht ging mir auf. Der kleine Robert Wagner saß immer ganz allein. Dazu noch auf der letzten Bank, ganz hinten. Ich wurde zornig auf Frau Kühn. Warum musste sie mir immer mit diesen alten Geschichten kommen? Frau Kühn brachte alles durcheinander, bloß wegen dem wahnsinnigen Hitler und den Deutschen und den Juden und wegen Robert Wagner. Und was das Schlimmste war, sie fing danach von anderen Sachen an, als ob nichts gewesen wäre. Vom Wetter, vom Heizen, von der Feuchtigkeit.